ja immer schlimmer. Du hast ja gar keine Ahnung, was du da tust. Es wird lange dauern, bis du ein Pokémon-Trainer wirst. Schätze, 1 Million Jahre vielleicht. Mama! So eine Überraschung. Ich konnte es kaum erwarten. Schön, dass du wieder da bist, Pikachu. Pika. Und ich? Hallo, mein Liebling. Du hast dich nicht verändert. Falls ihr uns meinen solltet, wieso hat die Hypnose denn nicht bei uns gewirkt? Dummköpfe sind leider schwer zu hypnotisieren. Mhm. Dieser verrückte Clown hat mir mit dem Staubsauger die Luft abgedreht. Pantimos! Pantimos kann keinen Schmutz sehen, es macht alles sauber. Richtig, Pantimos? Pantimos! Vielleicht hältst du ja jetzt noch eine Woche ohne zu baden aus. Pantimos, saug dieses blöde Grinsen aus Mistys Gesicht! Ich habe so viel über Pokémon gelesen und trotzdem ist das nicht dasselbe, wie sie live zu erleben oder Freundschaft mit ihnen zu schließen. Oder mit einem Pokémon zusammen einen Kampf zu gewinnen. Oder einen Kampf zu verlieren, wenn ihr auch in diesem Bereich schon Erfahrungen gemacht habt. Er hat noch keinen einzigen Kampf verloren. Bis jetzt. Er hat noch nicht gegen jemanden wie mich gekämpft. Hilfe, er wird größenwahnsinnig. Ja, Größenwahn hat auch wenig mit Größe zu tun. Pika, Pika. Wow, du bist es! Ja, ich bin es, aber woher kennst du mich? Du warst bei der Johto-Liga-Silberausscheidung. Mhm. Und in der zweiten Runde hast du verloren. Moment mal, dein Name ist, lass mich mal nachdenken, du hast Pech. Ich heiße Ash. Vampi gehört mir. Löst euch lieber gleich in Luft auf. Pika, Pika! Aha, du bist also der Trainer, ja? Du musst ja eine ganz schöne Trainer-Null sein. Du bekommst das kleine Vampi ja nicht mal in einen Pokéball. Ich hab's fast geschafft. Also, das soll der Weg nach Saffronia City sein? Na klar, hätten wir bloß nicht auf dich gehört, Misty. Wahrscheinlich finden wir hier nie mehr raus. Du bestimmt nicht. Du weißt ja schon nicht mehr, wo rechts und links ist, wenn du in einen Spiegel siehst. So ein Unsinn! Du redest Unsinn! Hey, hört auf damit. Das bringt uns nicht weiter. Wir wollen doch nicht streiten, oder? Doch, das wollen wir! Ja. Ich glaube, Ash versucht zu tanzen. Sehr gut. Sieht aus, als wäre er nicht mehr richtig im Kampf. Eureka, bitte, Ash versucht wirklich sein Bestes. Mikami. Aber was ist denn mit diesem Skogler los? Das ist meins. Wir sind gerade mitten in einem Spezialtraining. Lass mich raten, als ihr gerade so schön dabei wart, ist Skogler abgehauen. Oh. Woher weißt du das denn, Gary? Ich bin nun mal gut im Raten. Deine Trainingsmethoden lassen anscheinend zu wünschen übrig, du Top-Trainer. Was war das? Entspann dich, ich biete dir nur meine Hilfe an. Danke, kein Bedarf. Komm, Skorgler, wir versuchen es am besten nochmal. Skorgler! Das klingt für mich wie ein Danke. Ach, wirklich? Vielleicht solltest du Garys Angebot doch lieber annehmen. Doch alle die Nase voll davon, wie euch AJ behandelt, habe ich recht? Tja, aber das müsst ihr euch nicht länger gefallen lassen. Ihr könnt alle mit mir kommen. Jeder, der mit mir kommen will, soll sich melden. Los! Meldet euch! Traut euch los! Ash macht sich gerade selbst zum Narren, Rocco. Mach, dass du wegkommst! Pokémon. Radfratz. Radfratz mag Käse, Früchte und Beeren. Ach ja, wir sind hier aber nicht im Wald. Hier ist weit und breit kein Wald. Dieses Pokémon verlässt sehr oft den Wald, um Nahrung von unerfahrenen, einfältigen Wanderern zu stehlen. Soll das heißen, dass ich einfältig bin? Vielleicht ist das ja neu für dich, aber ein richtiger Pokémon-Trainer muss sich seine Pokémon eigentlich selbst einfangen. Du hackst immer nur auf mir rum. Dann hör auf, mit deinen Orden so anzugeben. Viele Trainer fangen sogar 20 oder 30 Pokémon. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Dass sie dir nachgelaufen sind, war reine Glückssache. Und vergiss bitte nicht, dass wir dir auch geholfen haben. Ja, Ash, das stimmt. Das darfst du nicht vergessen. Ja, macht mich nur fertig. Wenn du sie nicht besiegen kannst, stiehl sie. Macht's gut, liebe Knirpse. Bleibt hier!
Hat der Knirpse gesagt? Aber wenn man sich da total reinhängt, dann lernt man das doch irgendwann, oder nicht? Nein, Ash, tut mir leid, sich in eine Sache einfach nur reinzuhängen, das reicht nicht. Wichtig ist, dass ein Pokémon-Trainer die Situation richtig einschätzt und weiß, was er seinem Pokémon zumuten kann. Man braucht eben Grips dafür, den du ja leider nicht hast. Diese Straße führt nach Azuria City. Ich schätze, wir haben den richtigen Weg eingeschlagen. Da unten steht noch etwas. Manche können es einfach nicht lassen, dumme Sprüche auf Schilder zu kritzeln. Was steht denn da? Gary war hier? Ash ist ein Versager? Oh, dieser Gary!